Hallo Leute, ich bin Ultimate Spandash und ich zeige euch heute den ultimativen Heiler, Supporter und Tank, Trinity. Ich muss gestehen, dass ich Trinity lange Zeit unterschätzt habe. Zwar übertrifft kein anderer Warframe sie in Sachen Support oder Heilung, aber mir war nie klar, was für ein großartiger Tank sie ist. Trinitys Blaupause findet ihr im Markt für 25.000 Credits. Ihre Teile droppen von Lech Kriel und Captain War im Duel Boss Battle auf Phobos. Alternativ bekommt ihr sie fertig mit einem Slot und einem Reaktor für 225 Platin. Ihre Fähigkeiten sind auf Heilung und Defensive ausgelegt, während ihr offensive Fähigkeiten fehlen. Ihre erste Fähigkeit, Quell des Lebens, hebt einen Gegner in die Luft, heilt ihn und verzehnfacht seine Gesundheit. Anschließend wird jeder, der diesen Gegner angreift, geheilt. Offen gesagt werdet ihr diese Fähigkeit eher selten verwenden, da ihre vierte Fähigkeit diesen Job wesentlich besser macht. Ihre zweite Fähigkeit ist Energievampir. Trinity markiert einen Gegner, der anschließend periodisch an alle Warframes in der Umgebung Energie gibt. Stirbt der Gegner, wird die gesamte übrige Energie sofort freigesetzt. Jeder Gegner strahlt bis zu 4-mal Energie aus. Die Zeit zwischen Impulsen wird durch Kraftdauer beeinflusst. Für echte Energievampir-Builds wollt ihr daher eine möglichst geringe Kraftdauer. Mit dieser Fähigkeit könnt ihr sowohl euer Team als auch euch selbst mit Energie versorgen, wodurch Trinity praktisch unbegrenzte Energie hat. Sowohl Quelle des Lebens und Energievampir können nur auf einen Gegner gleichzeitig gewirkt werden. Ihr könnt aber auch beides auf den gleichen Gegner wirken. Ihre dritte Fähigkeit ist Verbindung. Trinity erhält eine Schadensreduktion von 75% und verbindet sich mit bis zu drei Gegnern in der Nähe. Erleidet sie Schaden, erleiden die verbundenen Gegner ebenfalls den unreduzierten Schaden. Solange Trinity mit einem Gegner verbunden ist, kann sie außerdem nicht umgestoßen werden. Beachtet, dass die Schadensreduktion nicht durch Mods beeinflusst wird. Ihre vierte Fähigkeit ist Segen. Trinity heilt sich selbst und alle Teammitglieder und gibt ihnen eine temporäre Schadensreduktion. Diese hängt vom Prozentsatz der verlorenen Gesundheit des am schwersten verletzten Teammitglieds ab. Das heißt, wenn Trinity Segen einsetzt, während das am meisten verletzte Teammitglied 99% seiner Gesundheit verloren hat, erhalten alle Teammitglieder für die Dauer von Segen eine Schadensreduktion von 99%. Mein Bild für Trinity ist überwiegend um Verbindung und Segen aufgebaut. Er besteht aus Umlenkung, Ausdehnung, engstirnig, Kontinuität, Vitalität, Stromlinie, Verstärken und Fluss. Alternativ könnt ihr Trinity auch für Energievampir bauen. Ich verwende dazu Umlenkung, Fluss, Überdehnt, Verstärken, Vitalität, flüchtende Expertise, flüchtige Stärke und Ausdehnung. Dadurch erreichen wir eine geringe Kraftdauer und können Energievampir häufig nutzen, auch wenn wir die betroffenen Gegner nicht töten. Allerdings ist das kein Bild, den ich in ernsthafte Sachen wie T4-Missionen mitnehmen würde. Wenn es nicht um das Anrichten von Schaden geht, kann Trinity praktisch alles sein, was ihr wollt. Obwohl sie definitiv nicht mehr so overpowered ist wie früher, ist sie einer der Warframes, die in eurem Arsenal nicht fehlen sollten, da praktisch jedes Team von ihr profitieren kann.